diesem Video schauen wir uns die erste neue SBC zu dem Food Birthday Event genauer an. Und zwar kam heute Mkhitaryan raus. Er spielt bei der Roma in der Serie A und kommt aus Armenien. Als Arbeitsraten hat er Mittel-Mittel, er hat überragende 5-Sterne-Skills und 5-Sterne-Weakfoot. Sein Tempowert ist mit 90 wirklich gut. Dazu sind die Schusswerte auch wirklich richtig stark, besonders die Schusskraft und das Stellungsspiel. Mit 93 ist seine Übersicht auch wirklich überragend und die restlichen Passwerte sind auch alle top. Die besten Werte hat er beim Dribbling. Hier ist alles wirklich sehr ausgeglichen und im 90er Bereich. Mit 95 ist seine Ausdauer auch wirklich fast perfekt. Als Spieleigenschaften hätte er unter anderem den angeschnittenen Schuss und den Flair Trade. Beim Chemistry Style gibt es unserer Meinung nach zwei Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr ihm natürlich einen Hawk geben, der Schuss, Physis und Tempo nochmal pusht. Du kannst ihm aber auch einen Engine geben, um speziell nochmal Beweglichkeit und Balance zu verbessern. Wie sieht es mit Linkmöglichkeiten aus? Mkhitaryan kannst du beispielsweise wirklich gut mit Abraham verlinken. Er hat auch eine Food Birthday Karte erhalten und wir werden zu ihm noch ein Video hochladen. Um das natürlich nicht zu verpassen, kannst du sehr gerne ein Abo dalassen. Ansonsten hätten wir hier noch El Sharabi oder auch Ibrahimovic. Für die SBC hast du noch 7 Tage Zeit. Du musst insgesamt 2 Teams abgeben, und zwar ein 85er und ein 86er Team mit einem Inform. Das Ganze kostet dann insgesamt 260.000. Neben der Karte bekommst du noch Packs mit ca. 10 seltenen Goldspielern. Kommen wir zu Spielern mit ähnlichen Werten. Der 92er Inform von Neymar liegt bei 670.000 und sieht auch echt ähnlich aus. Ebenfalls hat er auch 5 Sterne Skills und 5 Sterne Weakfoot. Die Özil SBC war relativ günstig für 60.000, allerdings hat er nur 3 Sterne Weakfoot und die Liga ist auch nicht so gut zum Verlinken. Dann gab es noch Wirtz Future Star für 460.000. Lasst doch jetzt sehr gerne mal ein Like da, wenn dir das Video bisher gefallen hat. Aus der Serie A würde es Iličić geben, die Live-Version von ihm kostet 40.000. Für den Preis sieht er auch echt stark aus, zudem kann er sich auch noch upgraden. Insgesamt sind die Werte im Vergleich zu Mkhitaryan allerdings auch nicht so gut. Elmas Future Star kostet 36.000, allerdings ist er auch nicht wirklich stark, hat aber immerhin 5 Sterne Skills. Und als letztes hätten wir hier ebenfalls noch die Future Star Version von Vlahovic für 370.000. Unsere Community hat auch wieder abgestimmt. Insgesamt tendieren die meisten hier in Richtung Machen, vor allem natürlich wegen den 5 Sternen Skills und 5 Sternen Weakfoot. Sollte man die SBC also eher machen oder lassen? Insgesamt ist die Karte von Mkhitaryan wirklich richtig nice. Das Problem ist so ein bisschen die Linkbarkeit, allerdings gibt es auch wirklich gute Spieler aus der Serie A und vor allem eben auch noch Abraham, der sogar kostenlos ist. Der Preis für die SBC ist echt okay, da kosten die Alternativen teilweise deutlich mehr. Aus der Serie A gibt es keinen Spieler auf dem Niveau für den Preis. Insgesamt bekommt er daher von uns ein Machen, aber nur wenn du ihn auch wirklich spielen kannst. Wenn du überlegst, ihn nur als Sub abzuschließen, solltest du ihn nicht unbedingt machen. Was ist deine Meinung zu der Karte? Schreib das gerne mal unten in die Kommentare. Lass es noch ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal.